Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. <lacht> 2022 erhielt Ryosuke Hamaguchi für seinen Film Drive My Car den Oscar für den besten fremdsprachigen Film. Im Jahr zuvor gewann er mit Das Glücksrad den großen Preis der Jury auf der Berlinale und nun steht sein neuester Film Evil Does Not Exist hierzulande in den Kinostartlöchern und um den soll es hier und jetzt in der neuen Filmbesprechung beim Telestammtisch gehen. Mein Name ist Paul und ich habe den Film noch nicht gesehen, sehne ihn aber seit geraumer Zeit herbei, aber bei mir beziehungsweise ich habe mir jemanden an Bord geholt, der uns mehr darüber erzählen kann. Hallo Kathi. Hallihallo. Ja, du hast Evil Does Not Exist bereits geschaut und bist, ja was die Filme von Hamaguchi jetzt anbelangt, auch immer wieder sehr angetan. Ja, absolut. Also Glücksrad war damals auch mein absoluter Lieblingsfilm in diesem Jahr. Das ist ein wunderschöner Film, genauso wie Drive My Car, den ich vor 2 Wochen oder so das Bedürfnis hatte, den nochmal zu sehen und den nochmal rewatcht habe, was ja auch kein kleines Projekt ist bei 3 Stunden, ne? Aber der fühlt sich halt auch beim zweiten Mal nicht an wie 3 Stunden, der fühlt sich an wie 1 Stunde circa. Und oh, der ist halt auch so wunderschön. Also in seiner Geschichte wie in seinen Shots ist er halt, ich würde sagen, ich glaube, näher an Perfektion geht's nicht. Gibt's was dir besonders gefällt an seinem Stil oder an seiner Herangehensweise? Vielleicht auch für diejenigen, die jetzt noch nichts von dem Regisseur gesehen oder gehört haben? Es ist, ich weiß nicht, einfach jedes Bild, das er inszeniert, hat irgendwie Bedeutung, aber ohne, dass es dir diese Bedeutung so volle Kanne ins Gesicht klatscht und so sagt, hier, ich bin bedeutungsschwanger, schau mich an, sondern der lässt dann seine Kamera da so stehen oder so herumfahren und zeigt dir so viel, ohne das irgendwie draufzuhauen. Das ist einfach, also auch wie ein Drive My Car, wie ein Glücksrad, wie so ein Evil Does Not Exist, also man muss vielleicht ein bisschen Geduld mitbringen, weil machen wir die, jetzt vor allem in Evil Does Not Exist, die Einstellungen sehr lang und sehr langsam sind, aber das ist jede Sekunde wert. Ja, auf jeden Fall ist es immer sehr ruhevoll und sehr geerdet und ein sehr natürliches Schauspiel. Nichts, was so aufgesetzt und nichts, was sich so aufdrängt. Ja, genau. Bei Evil Does Not Exist haben wir jetzt einen Film, der ungefähr halb so lang ist wie Drive My Car, wobei, ich glaube, er ist über 100 Minuten, geht er. Ungefähr, also nicht so lang, aber wahrscheinlich genauso langsam erzählt. Aber was erzählt er denn? Um was geht es denn so im Groben? Ja, grob geht's um ein kleines Bergdorf mit so ein paar, weiß ich nicht, ob es 100 Einwohner hat, also so ein ganz kleines Bergdorf. Und dort lebt ein Mann mit seiner Tochter. Die leben da auch alle, also das ganze Dorf auch irgendwie so halb selbstversorgt, leben von Quellwasser, was er auch immer erschöpft und bringt und die Bäume fällen sehr viel Holz und alles. Und dann kommt eine Firma in dieses Dorf, oder beziehungsweise 2 Marketingleute oder 2 PR-Leute, kann ich was nennen mag, von so einer Firma, die eine Clamping-Anlage, also glamouröses Camping im Prinzip, also campen, aber mit mehr Luxus als im Zelt am Boden schlafen, dort bauen wollen, um halt, jetzt sag ich mal, die Leute aus der Stadt in diese Idylle zu bringen und dann sie dort abschalten können. Und das finden die Einwohner dann halt, also sie sind jetzt nicht komplett dagegen, aber sie haben halt ihre Bedenken, was Sachen wie Kläranlage oder auch Wildwechsel oder so Zeug angeht. Und ja, darum geht es so ein bisschen und dann geht es auch um sein Leben und seine Tochter und ja, um diese PR-Leute auch, die da in diese Stadt kommen, die, je länger sie dort verbringen, sich auch unsicherer sind, ob sie das wirklich da so bauen wollen und ob das Projekt so eine gute Idee ist. Ja, und dann so ein bisschen dieses Leben von auch dieser Gemeinschaft in diesem Dorf. Das klingt, als würde die Natürlichkeit in dem Film nicht nur stilistisch halt einen großen Einfluss nehmen, sondern halt auch inhaltlich großen Raum ausfüllen. Es geht halt, also es geht viel um die Beziehung klar, wahrscheinlich zur Natur. Ja, genau, das auch. Und da kommen jetzt halt diese, ich sag jetzt mal, Stadtmenschen und wollen halt da so eine Anlage mitten in ihr
Dorf stellen oder in ihre Idylle halt stellen. Und die sehen halt einerseits, okay, ist halt gut für Tourismus und Tourismus bringt halt Geld rein und sie leben halt auch von Restaurants und bla 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 und irgendwie Ferienhäusern. Das ist halt gut. Aber andererseits, wenn dann halt, ich weiß nicht genau mehr die Zahl, aber wenn halt das, diese Anlage irgendwie, sagen wir mal, 50 Leute Kapazität hat, aber die Kläranlage von der Anlage nur das Wasser von 40 Leuten filtern kann, haben die natürlich auch was dagegen, dass das Ding gebaut wird, weil das dann halt der Quellwasser verschmutzen wird, von dem sie halt leben und so Zeug. Und ja, das ist halt, also das macht er auch nicht subtil, dass er das da dass er auch das ankreidet, auch mit langen Reden von wegen, wenn wir das Wasser oben irgendwo verschmutzen, dann kommt unten das verschmutzte Wasser an und die müssen dann davon leben. Also das, da ist er schon nicht subtil in der Sache, aber nie aufdrängend. Also nie, dass man sich denkt, oh, jetzt ist das irgendwie so mit der Moralkeule voll drauf, wie auch von vorher bei den Bildern gemeint. Es ist nie, hau drauf und hier schaut, so ist es, sondern immer so unterschwellig, nee, okay, vielleicht ein bisschen mehr als unterschwellig, aber sie beschäftigen sich halt einfach, oder der Film beschäftigt sich einfach damit, was passiert, wenn wir die Natur so angehen. Oder aber wie gesagt, auch nicht nur das, da ist viel mehr drin. Ja. Da ist diese ganze Beziehung zu seiner Tochter und zu den Beziehungen zu den anderen Leuten in dem Dorf und zu den Beziehungen, die aufbaut, zu den diesen PR-Leuten, die kommen und alles. Und ja, da ist viel mehr drin als nur das. Drive My Car glänzt ja jetzt vor allem auch zum Beispiel durch die schon langen Dialoge, wo du wirklich eine Viertelstunde Autofahrt hast und dann unterhalten sich einfach die Figuren. Wie sieht das hier aus? Gibt es ja auch so lange, ausführliche Dialoge, meinetwegen über die Umwelt oder in halt diesem Setting? Oder wird das Ganze vielleicht, und ich habe natürlich in den Trailer reingeschaut, der, wie ich fand, schon sehr, sehr schön aussah und auch ein sehr, sehr schönes Poster gibt es zu dem Film, wird das da eher über die Bilder erzählt? Also, ich würde sagen, der Film hat so drei verschiedene Moods. Also das erste Wort wird, glaube ich, nach 10 oder 15 Minuten gesprochen. Bis dahin sieht man hauptsächlich die Kamera gegen Himmel filmen, wie sie unter Bäumen hindurch fährt, ohne einen Menschen zu sehen oder ein Wort zu hören oder sonst irgendwas. Und auch alles, was bei denen dann wie am Anfang spielt oder wenn er auch mit seiner Tochter interagiert, das ist alles sehr ruhig, da ist sehr wenig Dialog, er ist ein sehr zurückgezogener Typ, der irgendwo in so einer Waldhütte halt wohnt, der wenig redet, sehr still ist. Dann kommen aber diese Leute von dieser Firma und dann gibt's auch diese, also im Prinzip versammeln die das ganze Dorf, um halt auf so einer, ich sag mal, Infoveranstaltung, um ihnen halt zu erklären, was sie bauen wollen und was die Pläne sind und das Dorfbewohner müssen das irgendwie absegnen. Und da ist dann halt dieses typische, okay, sehr viel Dialog, sehr viel, da werden Fragen gestellt, da wird miteinander diskutiert, da wird auf die Fragen von anderen Leuten eingegangen, da wird hin und her geredet, da wird durcheinander geredet, weil dann Leute unzufrieden sind und die anderen versuchen, sich zu rechtfertigen. Und am Schluss gibt es nochmal einen komplett anderen Spin, aber darüber will ich jetzt nicht reden, weil will auch niemanden spoilern hier. Aber ja, der macht so beides. Also der kann alles durch seine Bilder und da erzählt auch sehr viel durch seine Bilder, vor allem eben über die Personen, die vielleicht stiller sind, wo man dann nur Bilder von Bildern sieht, um vielleicht zu verstehen, was mit der Mutter von seiner Tochter ist. Weiß man nicht, erfährt man auch nicht, aber kann man sich vielleicht irgendwie zusammenreimen und dann eben vor allem in diesen Infoveranstaltungen, wenn es dann darum geht, die Dorf zu verteidigen, sehr viel Gerede, sehr viel Gestreite auch, um sich dann zu verteidigen. Okay, ich habe jetzt hier noch eine Frage, die ist eher, weil ich da neugierig bin. Ja, bitte. Und jetzt greife ich nochmal Drive My Car auf. Bei Drive My Car waren es gibt nicht nur die Dialoge, die so herausstarren, sondern auch genau das Gegenteil, nämlich die Stille, wenn sich die Figuren einfach angeschwiegen haben. Und ich höre jetzt schon natürlich raus, wenn am Anfang, wenn du sagst, es dauert eine Weile, bis überhaupt mal was gesprochen wird. Wie sieht es denn dort mit so Momenten der Stille, vielleicht auch im Zusammenhang mit der Musik? Ist dir da noch was Besonderes aufgefallen? Ja, wie gesagt, Stille halt. Oder wahrscheinlich Naturgeräusche oder so? Ja, genau das auch und auch
es ist, kommt dann auch zu dem Fall, dass diese zwei Leute, die dann das erste Mal ins Dorf kommen, nochmal zurückkommen und sich dann auch irgendwie in diese Idylle verlieben, sag ich mal, und dann mit ihm da Holz holen und Wasser holen, was weiß ich. Und es ist halt dann krass, diesen Kontrast zu sehen von denen, die zum ersten Mal da waren, dann zum zweiten Mal da sind, auch so von der Lautstärke um sie herum beim ersten Mal auf diese Infoveranstaltung, wo es halt, sagen wir mal, mehr ein Streitgespräch ausartet wieder beim zweiten Mal, wo sie dann halt einfach schweigend oder erstaunend von Fluss zu Autorennen die Natur bestaunen. Aber ja, klar, es spielt sehr viel im Wald mit auch, wie du schon gemeint hast, Naturgeräuschen, bla bla bla. Also das ist eine ganz schöne Mischung aus ruhigen Bildern und dann wirklich den ganzen Dialogen, der er hat. Hm. Ein kleiner Film, aber trotzdem für die größere Leinwand. Ja, auf jeden Fall. Also diese Bilder wieder auf der Leinwand, auch wie bei, also ich bereue es bis heute, dass ich Drive My Car nie im Kino gesehen habe, weil da gibt's wirklich Szenen in dem Film, die würde ich, also wenn ich mal eine Wohnung so habe, dann gibt's Szenen aus Drive My Car, die ich mir auf Leinwand drucken lasse oder in meine Couch hängen werde, weil die einfach so schön sind. Und ja, das bei dem Film halt auch wieder. Der ist so richtig in seinen ganzen Naturaufnahmen halt so richtig meditativ. Du kannst dich da so hinsetzen und halt anschauen und hast das Gefühl, du bist selber dort, du bist so von dieser ganzen Stille umgeben irgendwie. Und da kann dir nichts anhaben, auch wenn, ohne zu viel spoilern, aber was einem dann vielleicht doch noch was anderes zeigt. Aber ja, es ist sehr, sehr schön und sehr, sehr, aber wie gesagt, auch sehr, sehr ruhig und das muss einem klar sein, aber der fühlt sich auch keine Sekunde zu lang an. Also klar, ich weiß, dieser Stil spricht vielleicht nicht jeden an. Schöne Grüße an Stu an dieser Stelle. Ja, wir müssen den Teufel nicht drauf beschwören. Aber ich glaube, wer beim Trailer, ich habe ihn nicht gesehen, aber wer beim Trailer vielleicht so im Ansatz Interesse hatte, der könnte sich wahrscheinlich auch in diesem Film in Anführungszeichen wohlfühlen. Ich habe den Trailer leider nicht gesehen, aber ja, gut, ich nehme super an, wenn der Trailer jetzt keine John Wick Action verspricht, dann ja. Okay, vielleicht noch so als Hinweis, du hast ihn in deutscher Synchro gesehen? Ja, stimmt, das war ja die Spiele in deutscher Synchro. Weil der letzte, ja. Also sowohl Drive My Car, ich weiß gar nicht, wie es bei Glücksrad war, ob der übersetzt war, ob der synchronisiert war, den habe ich jedenfalls Movie gesehen, also nein. Den habe ich auch, glaube ich, nur in Japanisch mit deutschen Untertiteln. Aber wahrscheinlich, wenn du ihn auf Deutsch gesehen hast, dann wird er wahrscheinlich auch dieses Mal in der deutschen Synchronisation veröffentlicht. Das ist, ja gut, vielleicht für den einen oder anderen noch eine Barriere weniger. Ansonsten wahrscheinlich auch für die, die es natürlich im Original haben wollen, wird der vielleicht auch im O-Ton irgendwo gezeigt. Das funktioniert ja eigentlich bei den Filmen immer recht gut. Und ja, so zu viel gesprochen wird dann ja wahrscheinlich sowieso nicht. Gibt es noch was du zu diesem Film erwähnen möchtest oder zusammenfassend abschließend sagen möchtest? Also abschließend kann ich sagen, geht alle ins Kino und schaut den. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, schaut Glücksrad oder Wheel of Fortune Fantasy, wie der schönere englische Titel ist. Und Drive My Car, weil meiner Meinung nach alles Filme, die absolut sehenswert sind. Alles klar. Dann bleibt mir noch zu sagen, hört auch gern hier beim Telestammtisch noch in andere Besprechungen rein. Wir haben Besprechungen zu eigentlich alles, was zurzeit so in die Kinos kommt oder auf Streaming-Anbietern startet. Wie zum Beispiel, wir haben auch etwas Größeres, die neue Fallout-Serie auf Amazon Prime besprochen. Was haben wir noch zuletzt zusammen gemacht? Oder Holy Island. Was? Holy Island, stimmt, genau, zusammen mit dem Johannes haben wir über Holy Island auch einen kleinen Film. Falls ihr da mal gucken wollt, vielleicht interessiert euch das. Schaut gerne hier im Feed vorbei, lasst auch gerne eine Bewertung da bei YouTube oder bei Instagram oder 5 Sterne bei Spotify zum Beispiel, darüber würden wir uns freuen. Ich sage an dieser Stelle danke an dich, Kati, und tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.